Hallo Kackbratzen. Ihr habt wieder mal Bock auf einen Resident Evil Klon? Ihr seid aber Hosenscheißer und Survival Horror ist dann doch zu viel für eure Nerven? Und anstatt in irgendwelchen schimmelverseuchten Häusern möchtet ihr lieber euer Leben in vollen Zügen genießen? Dann rückt mal euer Stühlchen ein wenig näher, denn ich denke, ich habe hier das perfekte Spiel für euch. Lieutenant, I never thought we'd be teaming up with the Russians. I bet the Russians are saying the same thing about us. Chase the Express, oder auch Covered Ops Nuclear Dawn, wie das Spiel in den USA heißt, wurde von Sugar & Rockets entwickelt und von Sony im Jahr 2000 exklusiv für die PS1 veröffentlicht und reiht sich somit wieder mal in die Sorte von ehemaligen AAA-Spielen ein, die heutzutage fast keine Sau mehr kennt. Aber dafür gibt es ja diesen jämmerlichen Kanal. In den Staaten übernahm lustigerweise nicht Sony die Rolle des Publishers, sondern Activision, was jetzt aber zum Glück das Spiel weder besser noch schlechter macht. Schon das Cover ist quasi das Best of aller 90er-Jahre-Filme und erinnert ein wenig an Speed. Die US-Version löscht seltsamerweise den Zug vom Cover und ersetzt ihn dagegen mit der Hackfresse des Protagonisten, wobei mein Favorit die japanische Version ist. Stand by for the first attack! We have four unidentified incoming choppers. Das Setting ist das übliche Action-Ding. Die Story spielt in einem vollgepanzerten NATO-Militärzug namens Blue Harvest. Mit an Bord ist der französische Botschafter mitsamt seiner Familie. Doch der vergnügliche Sonntagsausflug kommt ein wenig ins Stocken, als der Zug durch eine Gruppe von irgendwelchen Ex-KGB-Typen, die sich die Ritter der Apokalypse nennen, entführt wird. I am Boris Sigorsky, the leader of our little band of terrorists, called the Knights of the Apocalypse. Knights of the Apocalypse? Im Visier ist aber nicht in erster Linie der französische Botschafter, sondern der Zugang zu Atomwaffen. Aus dieser Sicht ist der wohl etwas käsige amerikanische Name für das Spiel vielleicht sogar besser. Denn unter Chase the Express könnte man sich auch irgendeinen dämlichen Bahnsimulator vorstellen, bei dem die Züge ausnahmsweise stets zu früh losfahren. Aber das wäre ja die reinste Utopie, womit ein gepanzerter Militär-Chuchu weitaus realitätsnah klingt. Let's go in and give it a try. Yes, sir. This little button will blow all those stupid soldiers to hell. Die NATO schickt nun ihre besten Leute aus, um die Terroristen zu stoppen. Aber vermutlich hat keiner damit gerechnet, dass diese apokalyptischen Reiter möglicherweise bewaffnet sein könnten. Völlig überraschend wird der Hubschrauber des Rettungskommandos abgeschossen. Aber zum Glück kann sich gerade noch so mit Ach und Krach der Held der Situation retten. Sein Name ist Jack Morton und in dessen Rolle wird nun der Spieler für die folgenden gut 6 bis 8 Stunden schlüpfen. How many of your units survived the attack? None! Only me! Man sollte jetzt nicht unbedingt die hohe Kunst der Videospielentwicklung erwarten. Es ist eben ein Spiel, das die 90er Jahre nicht perfekter beschreiben kann. Abgedroschene Dialoge, ein Held, wie er im Buche steht, irgendwelche russischen Terroristen und erbarmungslose Action. Das Setting gibt jetzt nicht unbedingt viel her, da man sich hauptsächlich von Waggon zu Waggon bewegt. Abwechslung gibt es nur dann, wenn man sich mal ausnahmsweise auf dem Dach des Zuges befindet. Und leider gibt es eine Fülle an Backtracking, die meistens nur daraus bestehen, dass man irgendwelche Codes für irgendwelche verschlossenen Türen finden muss und somit meist stundenlang von Waggon zu Waggon und dann den ganzen Weg wieder zurücklaufen muss. Das einzige Gute an einem Spiel in einem Zug ist, dass man sich darin wohl nicht so sehr verlaufen kann, wie etwa in einer riesigen Industrieanlage oder eben in einem alten Herrenhaus. Das Problem ist nur, dass der Waggonwechsel aufgrund der beinahe unendlichen langen Wartezeiten einem so unheimlich auf den Sack geht, was das ohnehin schon lahme Spieltempo noch um ein Vielfaches verlangsamt. Keine Ahnung, ob das jetzt nur an mir liegt, aber jedes Mal, wenn ich einen alten PS1-Titel einlege, vergeht mir dank den Ladezeiten irgendwie der komplette Spaß am Spiel. Vermutlich habe ich in all der Zeit komplett die Geduld verloren. Was das Gameplay betrifft, so spielt sich Chase the Express so schön wie eine Mischung aus Resident Evil und Metal Gear. Was bedeutet, dass sich unser Morton so fein wie ein Panzer steuern lässt, insgesamt auch nur 8 Gegenstände mit sich rumtragen kann und auch nur einen begrenzten Munitionsvorrat hat. Und selbst das Inventarmenü erinnert leicht an das Urgestein des Survival-Horror-Genre. Im Gegensatz zu Resident Evil hat man allerdings in Chase the Express auf eine bessere Manövrierfähigkeit während der Schussgefechte geachtet. Man kann nicht nur in die Hocke gehen, sondern auch schleichen und ausweichen, was das Spielen um ein Vielfaches fluffiger macht. Wie in Resi gibt es auch in Chase the Express die klassisch perfekt positionierten Kamerawinkel, was für ein besonders spannendes Gameplay sorgen soll. Das Problem ist nur, dass Chase the Express eben kein Horror, sondern ein Actionspiel ist.
Dies bedeutet, dass sich hinter den vielen toten Winkeln im Inneren des Zuges sich auch die Gegner sehr, sehr gut verstecken können. Das sorgt zwar immer noch für eine spannende und dichte Atmosphäre, da man somit nicht wie ein Bekloppter durch die Waggons rennen, sondern auch jeden einzelnen Schritt mit Bedacht machen wird. Aber trotzdem weiß ich nicht so recht, ob dieses stilistische Mittel nicht dann doch besser in einem Horrorspiel aufgehoben ist. Man wird sehr oft dazu gezwungen, blind in einen Raum zu ballern, um mit viel Glück einen Gegner zu treffen. Da Munition nicht unbedingt in Hülle und Fülle verfügbar ist, ist diese Gameplay-Mechanik für ein Actionspiel leicht ungeeignet. Ambassador, are you all right? I think so. Who are you? Lieutenant Jack Morton of NATO, Sir. Wie gesagt, gibt es eine schmerzhaft große Menge an Backtracking, aber zumindest hat man dafür gesorgt, dass die Waggons, durch die man laufen muss, jeweils mit einem anderen Design daherkommen und somit rein optisch keine Langeweile aufkommt. Das Spiel lädt auch dazu ein, den Zug genauer unter die Lupe zu nehmen und auch noch so jeden kleinen Winkel zu untersuchen, und wo Chase the Express auch wirklich punkten kann, ist das Rätseldesign. Die teils raffinierten Kopfnüsse können dazu führen, dass die Geschichte möglicherweise in eine andere Richtung geht. Dinge, die scheinbar belanglos sind, spielen schließlich am Höhepunkt der Geschichte eine große Rolle. Und für diejenigen, die den härtesten Schwierigkeitsgrad ertragen können, schaltet durch ihre Aktionen als Belohnung sogar ein verstecktes Szenario frei. He's losing a lot of blood. Isn't there a medical area on this train? Yes, there is. It's in car 6. Der Wiederspielwert steigt somit enorm, da man natürlich noch den letzten verzweigten Pfad und auch noch jedes Ende sehen möchte. Und natürlich gibt es auch einige Bosskämpfe, die den Spieler auf Trab halten werden, da man einen jeden Boss auch nur mit einer speziellen Taktik ins Nirvana pusten kann. Da das Spiel relativ spät im Lebenszyklus der PS1 veröffentlicht wurde, darf man sich zumindest auf sehr hübsche Grafiken freuen. Die Hintergründe sind sehr detailliert und weisen einige hervorragende Texturen auf. Dinge wie das überall an den Wänden verspritzte Blut tragen einfach wunderbar dazu bei, die düstere Stimmung des Spiels zu unterstreichen. Darüber hinaus sind die 3D-Charaktermodelle ziemlich gut gemacht und verfügen ausnahmsweise über eine anständige Animation, auch wenn die natürlich aus heutiger Sicht ziemlich angestaubt und flach rüberkommen. Insgesamt ist das Art-Design sehr gut gelungen. Enge Innenräume werden durch offenere Areale aufgebrochen und vor allem die Actionsequenzen, die sich auf dem Dach des Zuges abspielen, haben das gewisse Etwas. Auch der Sound kann sich hören lassen und ist sogar überdurchschnittlich gut. Hauptsächlich wird man ständig das Geklapper und Geratter des Zuges und der Gleise zu hören bekommen. Aber schließlich befinden wir uns in einem Zug und nicht in einem modrigen Herrenhaus, was insgesamt eine herrlich depressive Stimmung schafft. Die Soundeffekte sind von üblicher Natur, aber wo man wieder mal gespart hat, ist die Sprachausgabe des Spiels. What happened? The ambassador went to the bathroom. Then suddenly I heard him scream, and before I could get to him, I was surrounded by terrorists. Die Qualität reicht von durchschnittlich schlecht bis Ohrenkrebs, aber wir sind ja schon Schlimmeres gewohnt. Chase the Express wurde in Europa einige Monate vor dem Release der PS2 auf den Markt geworfen und vermutlich ist dies ein wenig der Grund, warum das Spiel vielleicht auf der PS1 ein wenig untergegangen ist. Auf der anderen Seite kann man es immer schlecht beurteilen, ob eine Verzögerung des Veröffentlichungstermins und Portierung auf die PS2 Chase the Express zu etwas mehr Bekanntheit verholfen hätte. Schließlich wäre es einer der Startspiele auf der neuen Plattform geworden. So verbringt der eigentlich gar nicht so schlechte Titel ein einsames Dasein unter den unzähligen Resident Evil Kopien, die es zu dieser Zeit haufenweise gab, mit dem einen Unterschied, dass man mit dem Zug endlich mal ein komplett neues Szenario in den Ring geworfen hat. Are you all right? I'm Sergeant Billy McGuire. Und das ist relativ schade, denn unter der Oberfläche schlummert wirklich eine Perle mit einem ziemlich cleveren Gameplay und ausgefuchsten Rätseldesign und einer Story, dessen wahre Pracht sich erst durch ein erneutes Durchspielen entfaltet. Das Spiel hat seine Macken und stellenweise spürt man einen leichten Schmerz, aber trotzdem darf man sich auf eine fesselnde Handlung und dichte Atmosphäre freuen. Die Gebrauchtpreise sind auch relativ entspannt, da auch wirklich kein Schwein sich anscheinend an das Spiel erinnert. Solltet ihr aber in Romhausen auf eine gut erhaltene Kopie stoßen, könnt ihr natürlich auch hier ohne zu zögern zugreifen. Hauptsache, die unbekannten Perlen bekommen wieder ein wenig mehr Aufmerksamkeit. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.